Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir haben in der letzten Aufnahmesession die verschleierten Hallen, die Tempel der Offenbarung, also Forgotten Sanctuary, abgeschlossen, das letzte DLC, eigentlich. Mir ist aber so wieder eingefallen, dass es da ja noch eine Truhe gab, die wir nicht öffnen konnten, weil unsere Mechanikfähigkeit nicht hoch genug war. Also hier Mechanik. Da wir jetzt aber allerdings Seraphim wieder mit dabei haben, sollte das möglich sein. Und ja, ich war überlegen, ob wir das überspringen sollen, die Truhe einfach gut sein lassen sollen, aber ich bin auch neugierig, was drin ist. Und ich habe ja gesagt, ich versuche so viel wie möglich in dem Spiel zu machen. Ja, ganz ehrlich, beim nächsten Playthrough lasse ich mal die Sekundärcharaktere weg und nehme mal wirklich die Charaktere, die mir hier in den Vorschaubildern angezeigt werden und guck mal, was dann passiert. Ist lustig, wie die immer noch hier rumstehen. Was ist mit dem Käfig eigentlich? Fällt mir jetzt gerade erst so auf, dass der so aufleuchtet. Nicht wirklich was. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir wieder den Aufzug nehmen. Machen wir mal Speedboost so lange. Vitra-Gemeinschaft. So, und dann vorsichtig sein, keine Eiersäcke beschädigen. Nicht in die Falle laufen. What can I do? Certainly. Und dann war das genau das Ding hier. Gesamtmechanik 16 durch Gruppenhilfe 4. What for, Captain? Ja. Gesamtmechanik 14. Na gut, dem Ganzen können wir ein bisschen Abhilfe schaffen, indem wir ein Kit des Diebes verwenden. Dietrich kosten 1. Ist okay, wir haben ja mehr als genug Dietriche. Da ist ein Umhang des größeren Schutzes. So, ja, könnte den gebrauchen. Du nicht. Nimnox-Umhang. Nö. Nee. Nicht wirklich. Mitgenommene Kutte und anderes Zeug hat sich also nicht wirklich rentiert. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo was ist, außer jeder Menge Eiersäcken. Sieht nicht wirklich danach aus. I'm here at once. Gut, das heißt, das wäre erledigt.
Sesak kann den Rest seiner Tage da oben rumhausen mit seinem Überlebenden. Wir gehen zurück zum Eingang der Sammlung. Verlassen die Sammlung und verlassen jetzt endgültig das DLC-Gebiet. Dann geht's ab nach Nekataka. Unser Schiff wechseln, weil wir müssen ja zur Eldis zurück. Mit dem fliegenden Henker. Damit wir damit nach Ukaiso kommen. Denn langsam bahnt sich so das Ende unserer Reise an. So, das heißt aufs Schiff. Nekataka und dann vor Todeslicht. Die Vampirheimat, ja. Ich war immer sehr kreativ, was die Schiffsnamen anging. Nahrung und Wasser sieht mehr als gut aus. So, ich kann Schiffe aktiv schalten. Das hier hätte ich gerne. Aktives Schiff. Und ja, ich frage mich immer noch, wo mein Bootsmann hingekommen ist. Ich weiß nämlich, dass ich einen hatte. Ich weiß nur nicht, wo ich ihn verloren habe. Das war nämlich dieser... Lass mich ihn etwas schnöseliger... Valianer von der Handelsgesellschaft, der Huana über den... Tisch ziehen wollte. So, du hast keine Bewaffnung, sollten wir ändern. Du hast doch keine Ausstattung. Ich nehme auch mal an, dass Eldis... Gut, die beiden können wir nicht rausnehmen. Wir können aber zwei neue kaufen. Nicht hier. Da sind Matrosen, Besatzungsmitglieder. Könnte ich hier einen neuen Bootsmann anheuern? Nur Vize-Bootsmann. Nee, nicht wirklich. Nee, laden. Genau. Ein Quartier. Und eine Menagerie. Dieser Gegenstand kann nicht entfernt werden. Okay. Dieser Gegenstand kann auch nicht entfernt werden. Gut. Das heißt... Kann ich überhaupt Kanonen reinpacken? Ja, kann ich. Gut. Das heißt, unsere Originalgaleone ist
Ja, das nächste Mal. Ich glaube, das nächste Mal bleibe ich einfach bei unserer dürrwürdischen Schaluppe. Das Schiff war klein und niedlich. Oder maximal die Dau. Also nichts Größeres als die Galeone. Und ja, die anderen Schiffe brauchen wir uns gar nicht kaufen. Ich habe das einfach wegen dem Achievement gemacht. Galeone. Das heißt, die Galeone kriegt wieder ihr Zeug. Wir können ja auch nicht diese Sachen austauschen. So, wir können nur unsere Mannschaft. Nicht mal die rastende Besatzung können wir ganz. Also, du warst Matrose. Du bist unsere Köchin. Du bist Kanonier. Navigator. Matrose. Noch ein Matrose. Unser Vier-Sterne-Matrose. Rumtrottel Regier. Kanonier. Unser Chirurg. Noch ein Kanonier. Unser Steuermann. Und noch ein Kanonier. So. Schiff ist fertig. Leuchtet schön grün. Also ab nach Todeslicht jetzt. Nochmal kurz gucken. Die anderen werden wahrscheinlich dann als gescheitert gezählt werden, sobald wir Tanz mit dem Tod abgeschlossen haben. Und ja, sieht sehr schön aus, wie wir da den Nebel hinter uns herziehen. Okay. Warst du das? Nein, du bist nur ein Pirat. Pirat? Achso, halt, falsch. Ich muss ja nach Stauholz. Eldis hat ja Stauholz übernommen. Habe ich ganz vergessen gehabt. Oh, haben wir überhaupt eine Flagge gehisst? Und ja, ganz ehrlich, die Special-Dinger da, die drei oder vier, die es gibt. Ja, das Super-Gülle-Monster, die ihre Super-Magierin und das und die Super-Kristall-Spinnenkönigin, die lassen wir einfach mal aus. Und ja, Händler.
So, Freudenfeuer Leuchtturm.